Test 1, 2, 3. Ah, das sieht gut aus. Ja. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Runde Recore. Beim letzten Mal hier storymäßig. Ah, wie weit sind wir gekommen? Noch nicht so weit. Ich glaube, den ersten Dungeon haben wir durch. Dann haben wir uns auch an einen Zusatzdungeon versucht, der aber so mehr oder weniger verlaufen ist. Und ich habe mir gedacht, komm, spielen wir heute mal wieder eine Runde. Guck mal, wie weit wir kommen. Ein paar Sachen. Erstens meine Internetleitung. Die hat gerade wieder ein bisschen herumgesponnen. Gut, ich wohne hier halt in einer WG und habe zwei Möglichkeiten, hier ins Internet zu kommen. Das erste wäre DLAN, was aber prinzipiell wesentlich schlechter funktioniert als das WLAN, was ich jetzt verwende. Aber auch das WLAN ist perfekt. Naja, wir hoffen einfach auf das Beste. Und was ist sonst noch? Ach so, ja. Für die, die jetzt dabei sind, beziehungsweise falls die Leute noch zuschalten werden, nicht wundern, wenn da steht, bitte Windows aktivieren. Das liegt ganz einfach daran, dass der PC, oder ist das mal so, ich habe für dieses Spiel mir ein Dual-PC-Setup, sag mal, zusammen improvisiert. Und das Spiel läuft auf diesem PC, auf meinem Bastel-PC. Wer mich zum Beispiel auf Twitter folgt oder mal reinschaut, der wird auch wissen, dass dieser Bastel-PC jetzt einen neuen Kühler gekriegt hat. Den Kühler Master G100M. Und ja, bisher gefällt mir dieser Kühler ganz gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte nur sagen, wie gesagt, das ist ein Bastel-PC, wo dieses Spiel drauf läuft. Und auf dem Bastel-PC ist das Windows nicht aktiviert, weil er nach dem Stream sehr wahrscheinlich wieder auch zerlegt wird. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Wir steigen direkt ins Spiel rein. Muss ich mal gucken, welchen Spielstand hatten wir denn nicht. Ich glaube den hier. Ich habe auch das erste Mal, ich habe Filter zu meinem Mikrofon hinzugefügt. Mal gucken, ob diese funktionieren. Falls irgendetwas ist, da ist Bild oder Ton, dann bitte im Chat Bescheid geben. Weil ich höre mich selber leider nicht und ich kann auch nicht meinen eigenen Stream gucken. Ich kann nur das beurteilen, was mir die Vorschau von OBS sagt. Und bisher sind wir grün. Okay. Stimmt, beim letzten Mal haben wir auch hier unseren Roboter-Hundi-Kollege ein bisschen upgegradet. Jetzt, naja, mehr nach Cyberpunk als Schrotthaufen. Also, aus. Okay. Steuerung da. Wir haben hier bei uns im Quarland die Werkbank. Da können wir quasi, haben wir ein Lager, da sehen wir, was für einen Schrott wir haben. Upgraden. Bauplanforschung für unsere Bots. Wobei wir bisher nur einen einzigen Bot haben, nämlich den K9. Kernbots, genau. Da kann man auch nochmal sehen, da kann man sehen, welche Werte unsere Kernbots haben. Wir haben bisher nur einen, nämlich den Mac, der ist Level 10, 231 Leben. Und jeweils die Werte für Angriff, Abwehr und Energie sehen wir da unten. Kernfusion. Damit können wir dann quasi unseren Bot mehr Power verpassen. Aber naja. Wir wollen hier weiterspielen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Sand. Nach der erneuten Inbetriebnahme von Pylon 512 hat Ju ein Notsignal empfangen. Nach gemischte
Betsy Mac gemeinsam zum Quarter zurückkehren, um einige seiner Teile für die bevorstehende Herausforderung aufzurüsten. Haben wir gemacht, also ab zum Notsignal. Erst mal gucken, wie die Steuerung überhaupt war. Übrigens, ich spiele das Spiel auf einen super billig Nachbau Xbox One Controller. Aber hey, er funktioniert und das ist ja die Hauptsache. Übrigens, das PC, also der PC, wo das Spiel drauf läuft, das ist... Also definitiv kein aktueller PC, der ist sogar relativ alt, aber wie gesagt, dafür reicht er. Und irgendwo haben wir Gegner? Ja. Nö, keine Gegner. Was die Kampfmusik angeht, weiß ich auch nicht. Nee, wie gesagt, der PC, wo dieses Spiel drauf läuft, ist relativ alt. Ich glaube, das ist i3 sogar der ersten Generation. Mit einer 1050 Ti, 8 GB RAM drin. Aber wie gesagt, fürs Spiel reicht. Außerdem kann man diesen i3 super übertakten. Er hat normalerweise, ich glaube, 2,9 GHz Basistakt. Ein Turbo hat er nicht. Aber man kann ihn auch bis zu 4 GHz übertakten. Dann wird er aber auch schon recht warm. Naja, mal schauen, ob Quakey heute wieder seine Bastelnacht macht und woran er bastelt, obwohl ich ihn es auch mal gönne, ein bisschen Retro-Zock gemacht zu machen. Ich habe natürlich auch mal nachgedacht, meine Streams ein bisschen abzugraden, zum Beispiel mit einem Greenscreen, aber wie gesagt, ich wohne hier in einer WG und ich habe halt nur den einen Raum und ich habe hier direkt eine Dachschräge. Das würde mit einem Greenscreen nicht funktionieren. Aber ich liebäugel mit und ich möchte dieses Jahr sowieso umziehen. Mit etwas Glück für einen eigenen Raum, dann kommt auch definitiv Greenscreen. Worum geht's in ReCore genau? Eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es auf der Erde eine Plage gab und dass die Menschheit dementsprechend einen anderen Planeten suchen musste. Und sie haben diesen Planeten halt gefunden, Neu-Eden. Nur irgendwas ist da, glaube ich, bei der Besiedlung schiefgelaufen und auch wenn es an Dune erinnert, es ist nicht Dune und wir haben es hier mit, sag mal, bösen Robotern zu tun, die ehrlich gesagt ja, nicht gerade erfreut sind, dass wir hier aufgewacht sind. Genau, das Bruten, es stimmt. Was war das? Der Dungeon, den wir beim letzten Mal optional gemacht haben, der ist meine noch nicht ganz fertig, aber
möchte halt storymäßig jetzt mal wieder ein bisschen weiterspielen. Dementsprechend kümmern wir uns um optionale Dungeons etwas später. Hier oben ist ehrlich gesagt auch noch ein Dungeon. Da komme ich aber nicht hin, weil wir es dort mit böser Radioaktivität zu tun haben. Boah, jetzt geht's. Okay, wo ist denn? Ah, da oben bestimmt. Mal sehen, was wir da haben. Ein Bauplan für weiße Grobian-Kolossus-Verstärkung. Oh yeah. Was auch immer das ist, klingt stark. Man muss ein bisschen mit den Angriffen aufpassen, weil die können uns sehr schnell sehr viel Leben abziehen. Okay, das hat noch nicht funktioniert. Jetzt geht's. Genau, wir sind quasi in der Lage, den Energiekern der Gegner quasi herauszureißen. Diese können wir später verwenden, um unseren eigenen Kernbot abzugraden. Aber ich glaube, gib mir deinen Kern. Unsere Gegner verfügen quasi über verschiedene Elemente. Die Gelben sind zum Beispiel, glaube ich, Blitz. Und wenn die uns treffen, spielt unsere Ausrüstung etwas verrückt. Ich glaube, die Roten sind Feuer. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Arten von Munition für uns. Ich muss jetzt mal überlegen, wie wechsle ich die? Ah, wir haben quasi einmal stinknormale Neutrale und ich glaube rote Feuermunition, nenne ich es mal. Hoffentlich was Gutes. Okay, das ist unser aufgeladener Schuss. Konnte irgendwie mein Kernbot Befehle geben. Aber wie war das nochmal? Ah, so geht es. Was haben wir denn hier?
Oh. Interessant. Ein Augenblick. So, am besten ist halt ein bisschen trockenen Hals, das ist sehr nervig. Okay, Violet. Also los. Reden wir mal unseren Shot zu unserem Crawler. Wie wir sehen, haben wir relativ viel. Außerdem ist der kleine Nirps hier unser Schnellreisepunkt. Ah, so konnte ich den Befehl gut. Okay. An der Steuerung wieder ein bisschen reinkommen. Bisher sieht meine Internetleitung eigentlich aus. Aber ich will nicht. Am besten nichts sagen. Hinter geht das doch nicht hoch. Da ist einer. Thank you.
Ah, okay. Wo haben wir denn die nächsten? Direkt vor uns müsste noch einer sein. Von hier kommen wir nicht zum Tor. Wir brauchen einen anderen Weg hoch. Hier ist eine Energiezelle. Komm, Mac. Sehen wir nach, ob hier was ist. Huch. Ja, hier ist nichts. Oh, verzeihen. Sieh dich um. Boah, ich hab... Merk jetzt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die lokale Aufnahme nicht gestartet. Nein. Am Starten. Ach, zum Glück. Mir das jetzt ist jetzt aufgefallen, relativ früh. Und das wäre ein bisschen optimal gewesen. Nein. Da oben ist man. Ja, den Rest muss ich mir nachher vom Twitch-Upload dann holen. Ich muss das Energiefeld deaktivieren, um auf die Schwebeplatte zu kommen. Machen wir später. Da hinten ist auch noch ein Dungeon. Audio. Eben holen. Holen wir uns eben die Audioprotokolle. Da die durchaus schon, ich sag mal, einen Part in der Geschichte haben, wenn man es halt komplett verstehen möchte.
Ah, da hinten. Als das Mandat Neu-Eden entdeckte, nannten sie es eine neue Chance für die Menschheit. Alles, was ich wusste, war, dass mir dieser Ort meine Tochter wegnehmen würde. Versteh mich nicht falsch, Jule. Ich war sehr stolz, mit anzusehen, wie du dafür gekämpft hast, Teil des Neu-Eden-Teams zu werden. Und ich wusste, dass du gehst, war auch meine Schuld. Seit du klein warst, haben wir immer vom All gesprochen. Wie unglaublich es wäre, andere Welten zu erkunden. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Tapfer, gütig, etwas waghalsig. Die Erde war zu klein für sie. Und ich schätze, für dich wohl auch. Es macht mich glücklich, dass wir trotz der großen Entfernung zusammenarbeiten können, um meine Erfindung zu testen. Die Kern-KI. Wenn wir Erfolg haben, bekommt die Menschheit nicht nur eine neue Heimat, wir revolutionieren das Verhältnis zwischen Menschen und künstlichem Leben. Oha, da hinten ist die kleine Basis. Obwohl, im letzten Stream haben wir ja den super Schurken, beziehungsweise, oh, da hinten ist die aufgeploppt. Den, ich sag mal, Anführer der korrupten KI-Roboter, wie auch immer man nennen will. Und der könnte glatt auch eine Erfindung von Skynet sein. Zellenbot. Dahin. Das schaffe ich nicht. Hier irgendwo sein. Los, Max, such! Okay. Gut, das wird was, den zu finden. Daumen drücken. Neuen Bauplan, sehr schön. Hier drüben. Hast du die Fährte, Mac? Nein, bleib schön grün. Sieh dich hier mal um. Hm.
Kann ich noch nichts machen, oder? Doch. Ach, oh, da ist ja noch einer. Nein! Das war wohl nix. Ah, da ist der nächste. Oh, das ärgert mich aber immer noch, dass ich die lokale Aufnahme jetzt zu spät gestartet habe. Mir deinen Kern. Abgenutzter Kolben. Das war knapp. So. Fehlt eigentlich nur ein einziger. Wir haben da hinten noch ein Audiobook. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Ah.
Ich gehe da hoch. Okay, hier gibt's einen neuen Dungeon. Aber ich möchte den erst machen, wenn ich das Tor hier geöffnet habe. Wahrscheinlich geht's dann hier. Hierhin, Edenturm. Okay. Also doch sehr wahrscheinlich hier ist keine Zentrale. Aber wie gesagt, das dann um den Dungeon kümmern wir uns erst, wenn ich diese Energiezelle gefunden habe. Ey, das ist auch ärgerlich, dass man keinen Wegpunkt setzen kann. Ich kann das Ding nicht markieren. Hast du die Fährte, Mac? Hä? Versuch, was zu finden. Also langsam, aber sicher. Fühle ich mich hier ein bisschen verarscht. Sieh mal nach, Kumpel. Los, Max, such! Etwa da oben? Wie kommen wir denn da hin?
Ja, der wird wahrscheinlich da oben sein. Ah, da ist er. Oh. Oh, Suizid. Suizidroboter. Das haben wir gemacht, aber jetzt gehen wir doch mal in optionalen Dungeon. In der Hoffnung, da irgendwas Wertvolles zu finden. Oh, das war... Ja, das ist der Edenturm. Oder Skynet-Basis. Rein mit dir. Das wird lustig. In letzter Zeit habe ich aber so ein bisschen Probleme mit dem Hals. Deswegen nicht erschrecken, wenn ich ab und zu mal husten muss. Ich versuche natürlich vorher das Mikrofon abzuschalten. Auf geht's, Violet. Okay.
habe das Gefühl, wir sollen hier nicht runterfallen. Ah, okay, es geht wohl so durch Speicherpumpe. Oh. Okay. Der Jump ist nicht ganz ohne. Nein! Ja. Ernsthaft jetzt? Hä? Nicht euer Ernst, oder? Ich weiß, dass das ein schwererer Weg ist. Ist hier noch irgendwo ein Schalter?
Klar, Zeit, das. Wir haben natürlich keine Bedingungen erfüllt. Und ein Schalter fehlt uns. Okay, der Dungeon ist nicht ganz ohne. Neustart. Ja, machen wir mal. Ah, okay, jetzt haben wir so einen gelben Schlüssel wenigstens. Dingen, da verstehe ich auch nicht so ganz. Auch vielleicht steckt. Nein! Nein! Ah!
verstehen. Komm schon an. Nee, immerhin, wir haben einen gelben Schlüssel. Und alle 8 Schalter. Zeit nicht, aber gelben Schlüssel und alle Schalter. Oh nein, ich sehe schon. Mir fehlen fast 40 Minuten Gameplay. Oh, das ärgert mich aber. Das habe ich mich so auf den Stream konzentriert. Noch ein Jäger. Dass ich ganz vergessen habe, die lokale Aufnahme zu machen. Boah, ich muss mal ganz ehrlich sagen, den Dungeon in 3 Minuten, das ist echt heftig.